Was macht ein gutes Logo-Design aus? Das ist zweifellos eine berechtigte Frage. Die Antworten darauf sind so unterschiedlich wie die Menschen, die dieses Training betrachten. Wenn zwei verschiedene Designer mit exakt demselben Logo-Projekt beauftragt würden, würden dabei sehr unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Das liegt daran, dass die kreative Arbeit eines Designers von vielfältigen ästhetischen Entscheidungen beeinflusst wird. Designer bleiben mit ihrem Stil gerne in ihrer Komfortzone und produzieren Ideen, von denen sie meinen, dass sie das Designproblem sofort lösen. Das ist ganz natürlich und auf diese Weise entwickeln sie oder auch Unternehmen mit der Zeit ihre eigene grafische Persönlichkeit. Auch wenn das Grafikdesign nicht so subjektiv wie Kunst ist, ist es dennoch eine visuelle Kommunikationsform, die von der subjektiven Sichtweise des jeweiligen Designers, der das Logo erstellt, beeinflusst wird und vom Kunden, dem das Logo gefallen muss. Es gibt trotzdem bestimmte wesentliche Merkmale im Logo-Design, die ein Logo zu einem wirklich guten Logo machen. Ich meine damit keine in Stein gemeißelten Fakten, sondern einfach Eigenschaften, die beim Logo-Design ganz allgemein als gute Praxis betrachtet werden. Ist das Logo einzigartig? Mit anderen Worten, ist es einprägsam? Auf einem Markt, der mit konkurrierenden Systemen von Markenidentitäten übersättigt ist, müssen Ihre Logo-Designs hervorstechen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ob das Design nun ein anspruchsvoller oder eher neuartiger neuer Ansatz ist, immer beginnen Sie mit der passenden Recherche, mit intelligentem, kreativem Denken sowie mit ausgiebigen, explorativen Zeichnen, weil nichts Wertvolles von alleine kommt. Stellt es eine bestimmte Idee dar? Natürlich bietet sich dies von selbst für ein einzigartiges und einprägsames Design an. Ich meine aber insbesondere die Idee hinter dem visuellen Offensichtlichen. Manchmal ist dies scheinbar versteckt, wie etwa der Pfeil im FedEx-Logo. Manchmal ist es offensichtlicher, wie dieses Logo, das ich für einen computergesteuerten Stift namens Fly erzeugt habe. Beide verstärken einen Begriff konzeptuell auf eine clevere Weise. Funktioniert das Logo in Schwarz-Weiß? Paul Rand und Saul Bass würden sich bei vielen heutigen Logo-Designs im Grab umdrehen. Diese lang erprobte Eigenschaft hat ihren ursprünglichen Grund in der eingeschränkten Repro-Technik vor dem Aufkommen des digitalen Designs. Bill Gardner, der Gründer von Logolounge.com, definiert die Realität des heutigen Logo-Designs exakt, wenn er sagt: Unsere Logos leben in einer RGB-Welt. Er meint damit, dass sie ein digital erzeugtes Logo mit den heute verfügbaren Techniken relativ leicht für vielfältige Verwendungszwecke reproduzieren können. Also hat diese Eigenschaft weniger etwas mit der Reproduktionsqualität zu tun, es geht vielmehr um die Ästhetik der Marke. Deshalb versuche ich stets, eine Schwarz-Weiß-Version der von mir gestalteten Logos zu bieten, sodass ihre Verwendbarkeit vielfältiger ist. Hier ist ein Logo, das ich für einen kreativen Workshop gestaltet habe. Zugegeben, manche Menschen würden sich wegen seines Stils und seiner Farbe krümmen. Ich vereinfachte es jedoch zu einem ikonografischen Schwarz-Weiß-Format, sodass es auf unterschiedliche Arten genutzt werden konnte. Ist das Logo skalierbar? Natürlich trägt dies zur Wiederverwendbarkeit bei. Wie bei allen Eigenschaften sollten Sie darüber nachdenken, bevor Sie mit der Gestaltung beginnen. Die Verwendung des Logo-Designs sollte eine Schlüsselrolle bei Ihrer stilistischen Herangehensweise spielen. Denn was in Plakatgröße gut funktioniert, sieht vielleicht nicht mehr gut aus, wenn es in Briefmarkengröße reproduziert wird. Achten Sie also genau darauf, wie Ihre Formen ausbalanciert sind und welche Räume Sie erzeugen. Sie sollten sowohl negative als auch positive Räume innerhalb Ihres Designs betrachten und während des Designprozesses verfeinern. Seien Sie Ihr eigener Art Director. Fühlt sich das Logo richtig an? Diese letzte Eigenschaft ist die Summe aller Eigenschaften, die als Ganzes zusammenspielen. Woher wissen Sie, dass Ihr Design fertig ist? Eine Möglichkeit ist, Ihr Design sehr kritisch zu betrachten.
Wenn etwas falsch oder deplatziert wirkt oder sich einfach nicht richtig anfühlt, dann ignorieren Sie Ihren inneren Art Director nicht. Sie sollten herausfinden, warum Sie so empfinden und weitere Verfeinerungen vornehmen, um Ihr Design zu verbessern. Behalten Sie all diese Attribute während der Gestaltung im Hinterkopf. So gestalten Sie ein Logo, das zu Ihrem Kunden passt wie ein Maßanzug. Das Endergebnis ist ein Logo, das seinen Geschäftsanforderungen entspricht, indem er das Zielpublikum anspricht. Helfen Sie ihm, sich in seiner Branche hervorzuheben und das Publikum mit einer Identität zu fesseln, die es anspricht.